Meine Damen und Herren, wir kommen innerhalb des Teiles Phänomenologische Philosophie, nachdem wir das letzte Mal Heidegger behandelt haben, nun zur französischen Phänomenologie und zuerst zu Sartre. Jean-Paul Sartre, 1905 geboren, 1980 gestorben. Vielleicht ist Sartre nach strengen philosophischen Maßstäben betrachtet nicht der allergrößte Philosoph, aber seine Sonderstellung besteht darin, dass er wie kein anderer ein öffentlicher Philosoph war. Zunächst schlug er die Laufbahn des Gymnasiallehrers ein, 1931, aber dann wurde er im Jahr darauf von Raymond Aron motiviert, überredet, doch nach Deutschland zu gehen und Phänomenologie zu studieren. Raymond Aron bezog sich insbesondere auf die Husserlsche Phänomenologie. Edmund Husserl hatte 1929 an der Pariser Sorbonne die sogenannten Pariser Vorlesungen gehalten, in denen er sein Konzept von Phänomenologie in der entwickelsten Form vorgestellt hatte. Die Vorlesungen waren kurz darauf von Levinas übersetzt worden. Und Aron selber kam gerade aus Deutschland zurück, als er Sartre diesen Rat erteilte. Wir haben ein Zeugnis darüber, stammend von der Lebensgefährtin Jean-Paul Sartres, Simone de Beauvoir. Sie war seit 1929 seine Lebensgefährtin. Sie berichtet, dass die drei Abendessen gingen und die Spezialität des Hauses bestellten, Aprikosencocktail. Und nun, Aron wies auf sein Glas. Siehst du, mon petit camarade, wenn du Phänomenologe bist, kannst du über diesen Cocktail reden und es ist Philosophie. Sartre erbleichte vor Erregung, denn das war genau, was er sich seit Jahren wünschte. Man redet über den nächstbesten Gegenstand und es ist Philosophie. Simone de Beauvoir erläutert das noch etwas weitergehend. Phänomenologie, so habe Aron ausgeführt, bedeutet die Überwindung von Idealismus und Realismus, bedeutet einerseits die Bejahung der Souveränität des Bewusstseins, und man könnte sagen, das ist ein traditionelles Motiv der Philosophie der Neuzeit und auch noch des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, aber zugleich eine Bejahung der Präsenz der Welt, wie sie uns gegenwärtig ist. Das war das entscheidende Motiv, was zur Phänomenologie zog. Sartre hat später selbst einmal bemerkt, die Phänomenologen haben den Menschen wieder in die Welt eingetaucht. Er ging also nach Deutschland, genauer nach Berlin, mit einem Stipendium. 1933, 34 war er in Berlin und studierte dort Werke von Husserl, Scheler, Heidegger und Jaspers. Er ging dann wieder zurück nach Frankreich und 1936 erschien sein erstes Buch, L'Imagination, die Einbildungskraft. Er war wieder als Gymnasiallehrer tätig. Zwei Jahre darauf, 1938, erschien ein weiteres Buch und diesmal ein Buch, das man nicht ohne weiteres in der Rubrik Philosophie suchen würde. Es erschien ein Roman, der Roman La Nausée, der Ekel. Dies ist bezeichnend für Sartre. Er hat nicht nur philosophische Bücher im üblichen akademischen Sinn geschrieben, sondern er war auch als Literat tätig. Er hat auch viele Theaterstücke geschrieben. Insgesamt kann man sagen, er ist ein philosophischer Schriftsteller, auch in diesen nicht akademisch-philosophischen Publikationen. Der Aufenthalt in Deutschland war also von relativ kurzer Dauer gewesen. Aber es folgte ein zweiter, diesmal durch ganz andere Umstände bedingt. Er wurde 1939 zum Kriegsdienst einberufen und geriet im Juni 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft.
bevor er im April 1941 mit gefälschten Papieren nach Frankreich zurückreisen konnte. In jener Zeit hat er Heidegger und insbesondere Sein und Zeit gelesen. Bei dem ersten Aufenthalt hatte Heidegger nicht den größten Eindruck auf ihn gemacht, jetzt aber in der Kriegsgefangenschaft. Und wir werden die Folgen gleich zu besprechen haben. Zurück in Frankreich wurde Sartre in der Résistance, im Widerstand gegen die deutsche Besatzung tätig, zusammen mit Camus und Merleau-Ponty. Sie gründeten die Widerstandsgruppe Socialisme et Liberté, Sozialismus und Freiheit. 1943 erschien dann das philosophische Buch, das ihn nach einiger Zeit jedenfalls weltweit berühmt machte, L'être et le Néant, das Sein und das Nichts. Und übrigens, im gleichen Jahr wurde auch sein erstes Schauspiel aufgeführt, Les Mouches, die Fliegen. Das Buch, das Sein und das Nichts, ist ein Buch über die Freiheit. Interessant ist, dass Sartre selber einen Zusammenhang der Erfahrung der Freiheit, wie sie dann in dem Buch artikuliert wird, mit den Zeitumständen, genauer mit dem Faktum der deutschen Besetzung, sah. Er schrieb dazu: Nie sind wir freier gewesen als unter der deutschen Besatzung. Wir hatten alle unsere Rechte verloren, insbesondere das Recht zu reden. Man hat uns tagtäglich ins Gesicht gespottet und wir mussten schweigen. Man deportierte uns massenweise, als Arbeiter, als Juden, als politische Gefangene. Überall an den Wänden, in den Zeitungen, auf der Leinwand trafen wir das abscheuliche und schlappe Gesicht, das uns unsere Unterdrücker von uns selbst geben wollten. Wegen all dem waren wir frei. Weil das Nazigift unser ganzes Denken infiltrierte, wurde jeder richtige Gedanke zu einer Eroberung. Weil eine allmächtige Polizei uns zum Schweigen zu zwingen versuchte, wurde jedes Wort kostbar wie eine Prinzipienerklärung. Weil wir verfolgt wurden, bekam jede unserer Bewegungen das Gewicht eines Engagements. Die Freiheit, die er erfahren hat, die er Ausdruck verleihen wird, die er im Blick hat seit seines Lebens, ist die Freiheit eines Widerstands, eines Dagegen unter schwierigen Bedingungen. Man wird, wenn man eine Freiheitsphilosophie entwickelt, vielleicht nicht nur von diesem Typ von Freiheit sprechen wollen, aber das ist der Typ, den Sartre expliziert hat. Das ist die Matrix seiner Philosophie. Nun vergegenwärtigen wir uns einige der Hauptthesen des Buches Das Sein und das Nichts. Der Untertitel der Schrift lautet Versuch einer phänomenologischen Ontologie. Also einer phänomenologischen, im Sinne der philosophischen Richtung namens Phänomenologie, erfolgenden oder vorgenommenen Lehre vom Sein. Ausgangsfrage daher, was bedeutet Sein? Sartres Antwort: Sein bedeutet Fülle. Selbstverständliche, ungebrochene Fülle, Mangellosigkeit. Er verweist auf das Beispiel der Dinge. Den Dingen fehlt nichts, sie sind, wie sie sind. Ja, man könnte nicht einmal sagen, sie sind zufrieden damit, denn das würde ja schon voraussetzen, dass man ihnen die Figur unterstellt, überhaupt nachzudenken über ihr Sein, ob da nicht etwas fehlt und dann festzustellen, nein, glücklicherweise fehlt nichts, wir können zufrieden sein. Aber allein solche Reflexionsfiguren wären schon der Hinausgang in den Mangel. Und das ist das Charakteristische des Menschen. Sartre geht dazu über, zu erörtern, dass die Frage nach dem Sein natürlich nur von Menschen gestellt wird und dass sie damit in einem Horizont sich befindet, wo der Ausstand, die Fraglichkeit, der Mangel
das Fehlen charakteristisch ist. Das sind die Kennzeichnungen des Menschen. Die Dinge haben alles. Sie sind vollständig, sind voll, sind mangellos. Die Menschen haben das, wonach sie streben, gerade nicht. Ja, sie streben eben. Das gehört zu ihrer konstitutiven Struktur. Sie sind immer auf einen Ausstand bezogen, also auf einen Mangel. Im Folgenden wird, was dem Untertitel zufolge eine phänomenologische Ontologie, eine Lehre vom Sein sein sollte, daher eigentlich zu einer phänomenologischen Anthropologie, einer Auslegung des Daseins, der Seinsweise des Menschen. Sartre greift frühere Überlegungen auf, indem er den Menschen bestimmt als das Wesen, für welches das Imaginäre das Wichtigste ist. Nicht das, was man hat, sondern das, was man sich vorstellt, was man erstrebt, was man nicht oder noch nicht hat. Ich will Ihnen einen Passus vorlesen, der ziemlich berühmt ist und wo er zeigen will, wie nun konkret der Mensch derjenige ist, der selbst in das Seiende seine Struktur, seine Art hineinträgt unter dem Stichwort Nichtung. Also das Sein und das Nichts kann man parallelisieren mit dem Unterschied nichtmenschliches Seiendes, menschliches Seiendes. Unsere Grunderfahrung ist das Nichts. Ich lese Ihnen das vor. Ich habe mich mit Pierre um 4 Uhr verabredet, komme aber eine Viertelstunde zu spät. Pierre ist immer pünktlich. Hat er auf mich gewartet? Ich sehe mich im Café um, schaue mir die Gäste an und sage zu mir selbst, er ist nicht da. Aber das Café mit seinen Gästen, Tischen, Stühlen, Spiegeln, Lichtern, seiner verrauchten Atmosphäre, den Stimmen, ist an sich von keiner Abwesenheit geprägt. Es ist im Gegenteil voller Sein. Aber sobald ich in das Café eintrete, um Pierre zu suchen, ordnen sich die Dinge. Sartre will sagen, sie ordnen sich anders und sie ordnen sich entsprechend dieser Suchintention. Die Dinge bilden jetzt, also die Dinge, die an sich den Charakter von Sein haben, denen nichts fehlt, wo keine Abwesenheit da ist, die Dinge bilden jetzt plötzlich einen Hintergrund, auf dem sich Pierre zeigen sollte. In meiner Wahrnehmung des Lokals bildet sich auf einem Hintergrund eine Form, eine Gestalt, je nach Richtung meiner Aufmerksamkeit. Ich hafte nicht an den einzelnen Dingen im Lokal, also stellen Sie sich eben die Situation vor, wo man suchend herumschaut. Ich hafte nicht an den einzelnen Dingen im Lokal, sondern gehe sozusagen über sie hinweg, um zu sehen, ob Pierre da ist. Sie verschwinden hinter der Gestalt, nach der ich suche, nämlich Pierre. Diese Ordnung des Cafés oder Organisation des Cafés, die ich vornehme und die den Hintergrund für Pierres Erscheinung bildet, ist eine erste Nichtung. Doppelpunkt. Die Dinge verschwinden allmählich im Hintergrund. Ich gehe über sie hinaus, indem ich nach einem anderen suche. Das ist ein Beispiel dafür, wie wir in ganz alltäglichen Situationen praktisch Nichter sind. Leute, welche das Seiende, das Vorhandene, das an sich seine Fülle hat, immer mehr zurückdrängen, in den Hintergrund drängen, weil wir eben auf etwas anderes gerichtet sind. Wir nehmen eine Teilung vor in dem, was das Seiende ausmacht, die zum Seienden als solchen nicht gehört. Sartres Stichwort eben Nichtung. Ich betrachte die verschiedenen Gesichter, vielleicht halte ich einen Augenblick ein, ist das Pierre? Gehe aber schnell weiter, weil es eben nicht Pierres Gesicht war. An dieser Analyse können Sie auch erkennen, dass Sartre tatsächlich jemand war, der jene Hoffnung, die mit der Phänomenologie verbunden war, das konkrete Leben zu analysieren, das Cocktailglas oder hier eben das Verhalten im Café
weithin erfüllt hat, und zugleich war dies eine Bedingung der großen Resonanz, die er damals fand. Mit dieser Philosophie konnte man etwas anfangen. Jeder erkannte die alltäglichen Situationen wieder und las nun das Buch und gewann eine Verständnishilfe oder auch vielleicht gewann er eine bestimmte Direktion seines eigenen Erlebens, in die Sartre durch die Überzeugungskraft dieser Analyse ihn drängte. Kurzum, solche Konkretheit der Analysen war sicherlich eine der Hauptbedingungen, nicht nur für den Erfolg Sartres, sondern für den Erfolg und die Verbreitetheit jener Richtung, ja das Entstehen jener kulturellen Richtung, von der im Zusammenhang mit Sartre zu sprechen ist, die kulturelle Richtung des sogenannten Existenzialismus. Wir werden darauf später noch eingehen. In einem nächsten Ansatz den Unterschied nichtmenschliches Seiendes, menschliches Seiendes begrifflich zu fassen, verwendet Sartre den Terminus einerseits des an sich für das Sein der Dinge, andererseits den Terminus des für sich für das Sein der Menschen. Das für sich als das Sein des Bewusstseins. Und Sie haben gesehen an dem Beispiel, wie die Aktivität des Bewusstseins eine Unterscheidung einführt, Veränderungen, eine neuartige Organisation einführt in Bezug auf das Seiende, die bis zur Nichtung desselben gehen kann. Schließlich beschreibt Sartre das Sein des Bewusstseins, das er ganz entgegengesetzt zum Sein der Dinge versteht, also das für sich ist ganz anderer Art als das an sich, auch als eine Lücke im Sein. Es ist sozusagen, Bewusstsein kommt innerhalb des Seienden vor, aber nicht als ein Seiendes, sondern als etwas Unfassliches, als eine Lücke, ausgestattet zusätzlich mit der Kraft der Nichtung. Nun kann man einwenden, dass diese Gegenüberstellung von Mangelcharakter der Menschen und Füllecharakter der Dinge doch nicht ganz zutreffe. Wir finden doch auch an den Dingen manchen Mangel. Ein Hammer, der kaputt ist, eine Flasche, die leider nur noch ein Drittel gefüllt ist und dergleichen. Aber Sartre kann natürlich leicht entgegnen, dass dieser Mangel ja nur etwas ist, was wir feststellen, was für unser Bewusstsein existiert. Und in der Tat, man hätte wohl Schwierigkeiten, von der Flasche anzunehmen, dass sie weniger mit sich zufrieden ist, wenn sie nur noch ein Drittel gefüllt ist. Das gilt eben für andere Flaschen im übertragenen Sinn. Also, er bleibt bei dieser Gegenüberstellung von Sein, Nichts, an sich, für sich, Mangel, Fülle, Mangel. Und er gebraucht dann zur Kennzeichnung der menschlichen Verfassung, unserer Existenz, folgende Formulierung: Der Mensch ist nicht das, was er ist, und ist das, was er nicht ist. Die Paradoxie der Formulierung will, wie immer dies der Fall ist bei guten paradoxen Formulierungen in der Philosophie, uns zum Denken anregen. Das Ist ist jeweils in unterschiedlichem Sinn zu verstehen. Einmal auf an sich, einmal auf für sich bezogen. Der Mensch ist nicht das, was er ist im Sinn eines Gegenstandes. Mein gegenständliches, auch mein leibliches Sein, der Leib kommt dann doch stark an zweiter Stelle bei Sartre, ist nicht das, was mich in meinem Menschsein ausmacht oder gar erschöpft. Ich bin also das, was ich nicht bin. Damit meinte er, ich bin als Mensch das, was ich nicht in einem objektiv feststellbaren Sinn bin, etwa über Datenerhebungen und über den Personalausweis, fasse ich nur die ontische Seite des Menschen, den Menschen als Seienden. Aber für den Menschen ist charakteristisch, er ist diese paradoxe Figur, die sich in dem nicht erschöpft, was da als Seiendes uns gegenübertritt. Eine berühmte, vielleicht die berühmteste These
von Sartre lautet, dass der Mensch sich selbst schafft, indem er sich wählt. Wir machen uns selbst, indem wir uns entwerfen. Freilich, fügt er gleich hinzu, diese Entwürfe, diese Selbstentwürfe, und das ist alte heideggersche Terminologie, wie unzufrieden Heidegger mit der Rezeption ist, die er durch Sartre erfuhr, darauf werde ich später noch eingehen. Sartre sagt also, dass dieser Entwurf freilich nicht so verstanden werden kann, als würde ich, der ich ein nicht festgestelltes Wesen bin, durch den Entwurf mich definitiv feststellen, sozusagen zu einer Sache machen, zu einem an sich. Warum ist das nicht der Fall? Das wollen wir der nächsten Passage entnehmen. Er geht aus von der Notwendigkeit, sich zu wählen, und setzt hinzu, dies sei eine Notwendigkeit, sich fortwährend, immerzu, immer wieder zu wählen. Und dann sagt er, aber gerade weil es sich um eine Wahl handelt, weist diese Wahl in dem Maße, in dem sie vollzogen wird, ganz allgemein auf andere Wahlen als mögliche hin. Zwar, die Möglichkeit dieser anderen Wahlen wird weder explizit gemacht noch gesetzt, aber sie wird in dem Gefühl erlebt, dass sie, diese erste Wahl, die Grundwahl, nicht gerechtfertigt werden kann. Und sie wird durch die Tatsache der Absurdheit meiner Wahl und infolgedessen meines Seins ausgedrückt. Also wenn wir uns entwerfen, ein Lebensprojekt machen, Kommunist zu werden oder Volksschullehrer oder was es dazwischen noch geben mag, wenn wir einen solchen Entwurf machen, dann meint Sartre, ist uns klar, dass dies ein Entwurf ist. Ich bin nicht einfach dadurch, dass ich diesen Entwurf gemacht habe oder ihm folge, dann auch de facto vollständig Kommunist oder Volksschullehrer. Es bleibt das Bewusstsein, dass dieser Entwurf etwas ist, was erst noch zu realisieren ist, dass es etwas ist, was ich hervorgebracht habe in einem Entschluss, und ich hätte einen anderen Entschluss fassen können, also ein Horizont von Unsicherheit bleibt erhalten. Da ich nämlich frei bin, entwerfe ich mein ganzes Mögliches, aber dadurch setze ich, dass ich frei bin und dass ich jenen ersten Entwurf jederzeit nichten und zu Gewesenem werden lassen kann. Das heißt, auch wenn man sich absolut entschlossen hat, ist man von dem Bewusstsein nicht frei, dass man einen Entschluss getroffen hat und diesen eventuell revidieren könnte. Und es ist ja tatsächlich so, dass bei vielen Menschen dann, oder bei manchen Menschen, der energische Charakter, mit dem sie einen Entschluss verfechten und durchboxen, ein Indiz dafür ist, dass sie eigentlich um die Unsicherheit und die mögliche Veränderlichkeit und die mögliche Revidierbarkeit wissen. Man mag diesen Willen haben, aus dem, was nur ein Entschluss ist, weil es eine Tat der Freiheit ist, etwas zu machen, was ein definitives, objektives Faktum oder etwas so Verbindliches wäre wie ein Naturgesetz, aber dazu kommt man niemals, dazu gelangt man niemals, man entgeht dem Raum der Freiheit nicht. Und das Argument, das er insbesondere stark macht, ist, dass jeder dieser Entwürfe oder Entschlüsse oder jede dieser Wahlen, und es geht an dieser Stelle zunächst um das, was er sonst auch die Grundwahl nennt, also wirklich das Lebensprojekt, das einer hat, dass all dies letztlich rechtfertigungslos ist. Das gehört natürlich zum Entschlusscharakter. Wenn etwas nicht den Charakter eines Entschlusses hätte, sondern bloß die Konsequenz aus dem vorherigen wäre, dann wäre es ein Akt der Notwendigkeit, der Folgerichtigkeit und nicht ein Akt der Freiheit. Dass unsere Grundwahlen, die wir als Individuen treffen, nicht letztlich begründet werden können,
und in dem Sinn rechtfertigungslos sind oder, wie er sogar sagt, absurd, ist für ihn wichtig und gerade im Blick darauf, dass diese Wahlen auch veränderlich, revidierbar oder anders gesagt so sind, dass sie immer wieder auf dem Spiel stehen können, dass sie prekär bleiben. Im Weiteren geht er auf die Frage ein, wie dann die einzelnen Entschlüsse oder Entwürfe oder Wahlen, die wir tagtäglich treffen, zu unserer Grundwahl stehen. Er sagt zunächst, unsere einzelnen Entwürfe, die die Verwirklichung eines einzelnen Zieles in der Welt betreffen, fügen sich in den umfassenden Entwurf ein, der wir sind. Aber, das darf man nicht missverstehen, weil wir ganz und gar wählen und handeln sind, werden diese Teilentwürfe nicht durch den umfassenden Entwurf determiniert. Sie müssen selbst Erwählungen sein und jedem von ihnen wird ein gewisser Spielraum an Kontingenz, Unberechenbarkeit und Absurdität gelassen. Ich unterbreche hier einmal, bevor ich dann weiterlese. Also die einzelne Wahl, sozusagen die tägliche Realisation des Projekts, ist nicht einfach hin durch die Grundwahl determiniert. Wäre es so, wären wir ja unsere Freiheit losgeworden. Aber Sartre ist überzeugt, dass wir der Freiheit nicht entkommen, dass jeder unserer Akte als ein Akt der Freiheit auszubuchstabieren ist. Also nicht determiniert. Er sagt aber, sie fügen sich in den Grundentwurf ein. Man könnte fragen, müssen sie das? Ist das in jedem Falle garantiert? Er fährt fort. Abgesehen davon, dass jeder Entwurf, insofern er entworfen wird, eine Spezifikation des umfassenden Entwurfs ist, mit Rücksicht auf besondere Bestimmungsstücke der Situation. Da wird mir schon etwas unwohl, wenn ich das lese, denn da weiß ich nicht mehr genau, wie viel an Nichtdeterminiertheit mitgedacht ist. Aber man kann sagen, man hat diese allgemeine Idee, den allgemeinen Entwurf, und nun taucht eine bestimmte Situation auf und ich muss herausfinden, wie mein Projekt in dieser besonderen Situation zu realisieren sei. Und auch das ist dann nicht eindeutig vorgegeben. Auch da gäbe es verschiedene Möglichkeiten. Und so wähle ich eine davon, aber mit der Intention, dass sie dem allgemeinen Entwurf entspreche. So wäre die Sache jedenfalls tadellos. Und dann fährt er aber fort und sich daher stets in Bezug auf die Ganzheit meines in der Weltseins versteht. Die Terminologie, dass der einzelne Entwurf sich einfügt in das Ganze, scheint mir, das will ich sagen, missverständlich. Dass es im Allgemeinen so sein wird, dass ich den Grundentwurf nicht preisgeben will, sondern gerade verfolgen will und dass die einzelne Wahl dem dienen soll, ihn zu realisieren, zugegeben. Und dass diese einzelne Wahl sich dann auch so versteht, wie es hier gesagt ist, dass sie den Grundentwurf weitertreibt oder realisiert, ist auch klar. Aber ist es nicht auch ein Faktum, dass durch diese Einzelwahlen, die ja im Duktus der Freiheit erfolgen und in verschiedenen Situationen notwendig sind, das Gesamtprojekt sich auch etwas verändern, verschieben, modifizieren, ja vielleicht am Ende sogar umbrechen kann? Das scheint in dieser Konzeption jedenfalls zunächst nicht berücksichtigt. Und wenn ich sage zunächst, dann muss ich ehrlichkeitshalber hinzufügen, so insgesamt bei Sartre. Zum Stichwort Freiheit. Freiheit stand schon hinter der These der Wahl. Wir müssen wählen, weil wir Freiheitswesen sind, unserer Konstitution nach. Sartre aber buchstabiert das nicht etwa rosig-euphorisch, sondern imperativisch aus, wir sind zur Freiheit verurteilt. Nun,
Es ist sicher richtig, in seinem Sinn zu sagen, auch wenn jemand nicht wählen will, weil diese ständigen Wahlen ihm zu schwierig sind, also nicht bloß, weil er bei bevorstehenden politischen keine anständigen Alternativen sieht, sondern wenn ihm auch die Wahlen in der Pizzeria zwischen diesen 25 sich doch kaum unterscheidenden Sorten einfach lästig sind und. Nein, seien wir ernsthaft. Wenn jemand sagt, ich bin so unsicher, was ich werden soll, ich verzichte darauf zu wählen, ich vertraue eher auf das, was sich zeigt, was sich entwickelt. Nicht ich mache es, sondern ich lasse es geschehen, herauskommen. Ich will nicht wählen wie ein autonomes Subjekt. Auch dann, würde Sartre sagen, hat ein solcher eben gewählt. Nicht als autonomes Subjekt, sondern als Verschiebemasse zu handeln. Also man entkommt dem Wählen nicht. Auch wenn man die Unfreiheit wählt, ist dies gewählt als ein Akt der Freiheit. Es steht allerhand an idealistischer Tradition hinter den Ausführungen von das Sein und das Nichts. An idealistischer Tradition, insbesondere an Fichtes Analyse des Bewusstseins. Und daher will ich Sie bei dieser Gelegenheit doch an einen Schlüsselsatz des Idealismus erinnern, an das erste Prinzip oder die erste Idee, wie es genannt wird, im sogenannten ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus. Die erste Idee ist die Vorstellung von mir selbst als einem absolut freien Wesen. Ein Satz, den ich immer wieder Ihnen von Semester zu Semester vorwerfe oder zitiere, damit Sie ihn nur ja attackieren und ich ihn verteidigen kann. Denn man denkt natürlich, ja, was soll das denn? Ich bin doch nicht absolut frei. Es gibt doch so viel an sozialer Determiniertheit etc. pp. Sartre würde ein bisschen anders als diese Idealisten, aber ich will darauf jetzt nicht weiter eingehen, immer sagen, ja, aber es kommt darauf an, was ich aus diesen Umständen mache. Die Umstände können ganz zwingend sein. Trotzdem, schaut hin, die Entscheidungen der Leute in gleichen Umständen fallen ja unterschiedlich aus. Also ist da offenbar ein subjektiver Faktor. Und um das Wort oder das Beispiel eines meiner Lehrer zu zitieren, Walter Biehme, der viel über Heidegger gearbeitet hat und auch über Sartre. Er sagt beispielsweise, eine Kriegsverletzung, und er weiß, wovon er spricht, kann, die gleiche Kriegsverletzung, kann für den einen eben das Ergebnis haben, dass er sich fallen lässt und ein Leben lang daran leidet, während der andere den Entschluss fassen kann, das zu ignorieren. Das heißt nicht, dass er die Schmerzen nicht spürt, aber er hat den Entschluss getroffen, dies soll mein Leben, solange es mir möglich ist, nicht bestimmen, sondern ich gehe darüber hinweg. Also solche Beispiele würde auch Sartre anführen. Nun, wenn wir Wesen der Freiheit sind und wenn wir uns selbst wählen und durch diese Wahlen uns selber schaffen, dann sind wir für unsere Wahlen auch verantwortlich. Dann kann man sich nicht auf ein Schicksal oder die Umstände herausreden. Das ist eine weitere wichtige Konsequenz dieses Ansatzes. Denn auch wenn man sich der Übermacht der Umstände ergibt, dann hat man sich ihr eben ergeben. Und es war nicht absolut notwendig, dies zu tun. Es ist nie absolut notwendig. Nun gibt es einige Probleme in dieser Konzeption, aber ich will nur zwei nennen, weil Sartre selber auf sie sukzessive reagiert. Das erste ist, dass er sagt, das klingt alles so nach einer abstrakten Freiheit, als würde da eben gelehrt, der Mensch ist an sich, wie immer die Welt sei, ein freies Wesen und er muss nur dieser Freiheit folgen. So ist es natürlich nicht. Wenn wir unserer Freiheit folgen, sie realisieren, dann realisieren wir sie immer nur, wenn wir sie eben nicht bloß abstrakt als Entwurf, als Projekt vor uns hertragen, sondern wenn wir Situationen durch unseren freien Entschluss
bestimmt sein lassen. Unsere Entschlüsse erwachsen in Situationen, sie interpretieren Situationen und sie können die Situation auch verändern. Die Freiheit ist immer eine engagierte Freiheit, will sagen, sie ist immer auf bestimmte historische, soziale, konkrete, persönliche Situationen bezogen. Der zweite Punkt, wenn man eine solche Freiheitsphilosophie entwickelt oder entwirft mit dem Grundsatz, der Einzelne, das Individuum, ist absolut frei und wählt sich und entscheidet dadurch über sein Sein, dann klingt das zunächst solipsistisch. Dann sieht es so aus, als würde darin die soziale Existenz des Menschen unterbelichtet sein. Und darauf, auf diese systematische Gefahr seines Ansatzes, reagiert Sartre in sehr interessanter Weise. Es gibt einen wichtigen Abschnitt über das Sein für andere, wo er also die Intersubjektivität oder Sozialität thematisiert. Und sein Interesse ist dabei ein phänomenologiekritisches. Man hat der husserlschen Phänomenologie immer vorgehalten, und ich fürchte mit Recht, dass ihr zufolge alles eine Konstruktion des Bewusstseins sei, da aber Bewusstsein unweigerlich individuell gebunden sei, könnten andere nur auftauchen als Konstruktionen dieses Bewusstseins nach dem eigenen Modell, also als alter Ego. Ich muss der Gerechtigkeit willen hinzufügen, dass Husserl diese Gefahr sah und Versuche unternahm, gerade in den sogenannten kartesianischen Meditationen darauf zu reagieren, aber diese Versuche überzeugen nicht jedermann, um es gelinde zu sagen. Sartre will sagen, genau dem muss man entgehen, genau das ist falsch, dass der andere nur eine von mir gefertigte Konstruktion von Ich, von Mensch, von Individuum ist. Sozusagen, als wären wir der Gott, der den anderen nach seinem eigenen Bild und Gleichnis nur schafft. So ist es nicht, und so soll die Philosophie Wege finden, es nicht so falsch, klassisch-phänomenologisch, zu konstruieren. An dieser Stelle wenden wir uns zu einer weiteren, sehr berühmten Analyse, nach der Pierre-Café-Analyse, zur Analyse des Blicks, die übrigens auch wieder anhand einer Kaffeehaussituation, na, das war wienerisch, einer Kaffeesituation expliziert wird von Sartre, wo er über einen Kellner Ausführungen macht. Ich will nur das Grundgerüst Ihnen vorstellen. Sartre analysiert den Blick des anderen und er meint damit, die Situation, die wir dauernd erleben, dass andere uns ansehen, wenn immer wir uns bewegen, und eigentlich, dass dieses Angesehensein durch den anderen eine eminente Wirkung auf uns hat, uns, unserem Selbstverständnis, unserem Verhalten eingeschrieben ist. Ich will nur das Grundgerüst Ihnen vorstellen. Sartre analysiert den Blick des anderen und er meint damit, die Situation, die wir dauernd erleben, dass andere uns ansehen, wenn immer wir uns bewegen, und eigentlich, dass dieses Angesehensein durch den anderen eine eminente Wirkung auf uns hat, uns, unserem Selbstverständnis, unserem Verhalten eingeschrieben ist. Ich empfinde mich als erblickt. Sartre versteht den Blick des anderen als eine gar nicht so ohne weiteres nette Angelegenheit, sondern als etwas, was mich vergegenständlicht, was mich objektiviert. Wir empfinden uns als erblickt, also nicht als liebevoll angeschaut, sondern als erblickt, wie als erkannt und festgestellt. Der andere, der Blick des anderen, lässt meine Möglichkeiten erstarren. Ich werde objektiviert. Ich bin Gegenstand für eine andere Freiheit.
zwei Momente sind daran wichtig. Zunächst auf das Bewusstsein des Einzelnen bezogen. Man hat eine selbstverständliche Unterstellung, dass der andere nicht ein Automat ist, sondern etwas ist, so ähnlich wie wir, jedenfalls auch ein Wesen mit gleicher Freiheit wie wir, worin wir uns sonst auch im Einzelnen unterscheiden mögen. Und so weiß ich, wenn er seine Freiheit und seinen Entwurf ausübt und das auf mich bezieht und dass er das tut, erfahre ich im Angeblicktwerden, dann definiert er mich, dann stellt er mich fest, dann überwacht er mich. Er ist wie der große Bruder. Gott sei Dank gibt es viele solcher, deswegen sind die Einzelnen dann nicht so zwingend. Und es gibt ja auch liebe Schwestern. Ich bin Gegenstand für eine andere Freiheit. Er hatte zuvor, wenn Sie sich erinnern, abgelehnt, dass die Verfassung von uns Menschen im Stile des an sich, wie bei den Dingen, beschrieben werden könne. Jetzt aber sagt er, innerhalb der menschlichen Welt gibt es doch Prozesse, durch die wir zu einer Art an sich gemacht werden, nämlich genau durch den Blick des anderen, der mich festschreibt auf ein Sein, das ich nicht mehr in der Hand habe, das ich nicht mehr kontrollieren kann, selbst wenn ich ganz anders bin, wenn es ganz ungerechtfertigt ist, was der in mir sieht, bin ich dem ausgeliefert. Und das Interessante für das philosophisch Interessante, also das war sozusagen das anthropologisch-phänomenologisch Interessante, das philosophisch Interessante für Sartre ist, dass wir also nicht durch Reflexion, durch Selbsttätigkeit unseres Bewusstseins zu einem an sich Charakter, einem Seinscharakter unserer selbst gelangen, sondern dass dies intersubjektiv durch den Blick des anderen erfolgt. Und wenn das der Fall ist, dann ist klar, dass dieser andere nicht mehr von mir abgeleitet werden kann. Diese Freiheit des anderen, dieser Blick, den er mir entgegenträgt, in welcher Weise auch immer, ist nicht mehr von mir kontrollierbar, ist nicht einmal voll ausbuchstabierbar, kann nicht einfach verstanden werden als eine Projektion meiner selbst. Nein, im Gegenteil, ich erfahre mich als Objekt eines anderen Blickes und das führe, eine solche Analyse, meint er, führe aus den philosophischen Versuchungen des Solipsismus, die in der Phänomenologie noch gegenwärtig gewesen seien, hinaus. Er rekurriert übrigens in diesem Zusammenhang auch auf Hegel, insbesondere auf die hegelsche Analyse von Herr und Knecht, in jenem berühmten Kapitel der Phänomenologie des Geistes, eine Analyse, die damals in Frankreich auch von Courgette sehr prominent aufgenommen und sozusagen kulturell verbreitet und vielleicht auch philosophisch weiterentwickelt wurde. Die Idee ist folgende, ich zitiere, der genial einfache Gedanke Hegels besteht darin, mich in meinem Sein vom anderen abhängig sein zu lassen. Ich bin, sagt er, Sein für sich, das nur durch einen anderen für sich ist. Ich bin nicht ein autonomes für sich in der sozialen Welt, sondern ich habe mein Bewusstsein nur zusammen mit dem Bewusstsein und dem Angegangensein durch den anderen. Ich kann mich gar nicht autonom konstruieren. Jedem Selbstentwurf ist, wenn man nun Teil 1 und Teil 2, also diese Entwurfsanalyse und die Sein für andere Analyse zusammennimmt, die soziale Dimension, die intersubjektive Dimension schon eingeschrieben. Nun habe ich Sie darauf hingewiesen, dass der Blick des anderen von Sartre eher in der Art eines Kontrollblicks analysiert wird, als etwa eines liebevollen oder von Zuwendung getragenen Blicks. Und das führt zu einem anderen berühmten Punkt. In einem Theaterstück wie Klo bei geschlossenen Türen von 1945 findet sich der berühmte Satz: Die Hölle
das sind die anderen. Ein Satz, der doppelt zu verstehen ist. Was man metaphorisch als Hölle bezeichnet in der Kultur, das entspringt aus der Erfahrung der Intersubjektivität des Seins mit anderen und durch andere, der Bedingtheit durch die anderen. Das Leben in der Sozietät ist eigentlich die Hölle. Nun, man fragt, warum sagst du nicht der Himmel? Das sind die anderen. Es gibt doch auch die positiven Erfahrungen der Intersubjektivität. Und man hat ihm das verschiedentlich vorgeworfen. Und ich will Ihnen seine Replik vorlesen. Man hat geglaubt, dass ich mit jenem Satz sagen wollte, dass unser Verhältnis zu den anderen immer verpestet ist. Dass sie immer wie eine Hölle sind. Aber ich will etwas ganz anderes sagen. Ich will sagen, dass, wenn die Beziehungen zu den anderen verrenkt, zerstört sind, der andere nur die Hölle sein kann. Warum? Weil die anderen im Grunde genommen das Wichtigste in uns für unsere eigene Selbsterkenntnis sind. Das ist dieses hegelische Motiv. Egal, was ich von mir selber sage, spielt hier das Urteil anderer immer herein. Wenn er es so meint oder gemeint hat, dann wäre natürlich auch die Möglichkeit Himmel gegeben. Aber die Tatsache, dass er den Blick immer als einen objektivierenden und entfremdenden versteht, innerhalb oder auslegt innerhalb dieser Schrift, seiner großen ersten großen philosophischen Schrift, das Sein und das Nichts, ist doch bezeichnend. Er spricht gar nicht vom teilnehmenden oder liebevollen Blick, da bleibt zumindest in der Durchführung eine Einseitigkeit. Es bleibt die Erfahrung der Abhängigkeit und diese wird als eine eher in Richtung Hölle tendierende ausgelegt. Man könnte sich ja prinzipiell auch denken, dass diese Abhängigkeit als so etwas wie wundervolle Erlösung von diesem von der Selbstbeschäftigung, von der Mickrigkeit des anderen Daseins. Stellen Sie sich den Blick der Liebe vor, wo die armselige Kreatur, die man ist, plötzlich als zum Menschen erhoben wird. Daran könnte man ja auch denken, aber das findet sich bei Sartre nicht. Diese Einseitigkeit, die ich zunächst als eine faktische diagnostiziere, wird uns gegen Ende noch einmal beschäftigen. Abschließend zu diesem Buch, der Ansatz beim individuellen Subjekt, denn davon war er ja ausgegangen, im Grunde vom Bewusstsein, bleibt durch das ganze Buch die Hauptlinie und es bleibt für ihn schwierig, die Dimension der Intersubjektivität wirklich zu berücksichtigen. Die philosophische Kritik sagt eben oft, dass er sozusagen verschiedene und miteinander im Kontrast ja Widerspruch stehende Kapitel geschrieben habe. Es finden sich gegen Ende der Schrift auch Aussagen, die einerseits diesen Ansatz und diese Einseitigkeit bestätigen und andererseits doch schwerlich glaublich sind, zumindest, denke ich, gigantische Übertreibungen darstellen. Etwa, der Mensch, der verurteilt ist, frei zu sein, trägt das ganze Gewicht der Welt auf seinen Schultern. Er ist verantwortlich für die Welt und für sich selbst. Haben Sie das gewusst, meine Damen und Herren, dass jeder von Ihnen das Gewicht der ganzen Welt und in jedem Moment auf seinen Schultern trägt? Jeder von uns ein Atlas. Und er fährt also fort, dass wir eben gezwungen seien, über den Sinn des Seins, das in einem selbst und überall außerhalb seiner ist, zu entscheiden. Auch diese Last scheint mir mindestens in dieser Generalbehauptung reichlich übertrieben. Und wir werden das nächste Mal sehen, wie sein Kollege Merleau-Ponty einen ganz anderen Ansatz wählte,
der sich mit zu solchen Sätzen niemals hätte versteigen können. Also es bleibt dabei, Sartres Ansatz ist exemplarisch, individualistisch, subjektivistisch, und nur die Tatsache, dass dies der Ansatz ist, kann ja solche Hypertrophien erklären. Er kann sozusagen auf diesem Stand die Vorgegebenheit von Institutionen, die Vorgegebenheit von Sinn eigentlich gar nicht recht thematisieren. Er muss bei jedem vorgegebenen Sinn sofort denken, ja, aber entscheidend ist, ob ich ihn annehme und was ich daraus mache und dergleichen. Ich bestimme den Sinn der ganzen Welt. Eine etwas merkwürdige Hypertrophie. Am Ende des Buches kommt dann, weil Sartre tatsächlich jedes Defizit seiner Theorie bemerkt hat, nur konnte er nicht jedes lösen, wer kann das schon, am Ende kommt plötzlich der Ausblick auf eine Ethik, die dann offenbar nicht mehr einfach die des individualistischen Weltträgersubjekts sein kann. Dieser, sagt er kurz, wird mein nächstes Buch gewidmet sein. Halten wir im Moment nur fest, die soziale Dimension bleibt einigermaßen ungeklärt, trotz dieser Analyse über den Blick des anderen. Auch an dieser Analyse ist ja auffallend, dass der Zugang der ist, dass immer eine 1-zu-1-Beziehung da ist. Auch das bleibt im Grunde im individualistischen Schema. Der Blick ist immer der Blick eines anderen. Gut, und dann gibt es viele andere, aber das sind viele Einzelne. Aber es gibt nicht so etwas wie eine allgemeine soziale Vorgegebenheit von Sinn durch Lebensformen und dergleichen, wenn Sie sich etwa an Wittgenstein erinnern. Aber Wittgenstein hat er auch nicht gemocht. Sartre fällt mir gerade ein. Es gibt eine Bemerkung, wo er sagt, er lese noch heute lieber Kriminalromane als Wittgenstein. Und ich muss sagen, wenn man eine Vorlesung wie diese vorbereitet und also viele der Texte zu lesen hat, dann würde man sich wünschen, er hätte doch ab und zu ein bisschen Wittgenstein studiert. Zunächst aber kommt nicht diese Ethik, die angekündigt ist, zunächst kommt etwas anderes. Natürlich die Befreiung, das Buch war 43 erschienen, also 44, die Befreiung von der Okkupation der Deutschen und die große Konjunktur des sogenannten Existenzialismus. Existenzialismus ist nicht ein Wort, das Sartre erfunden oder zunächst selber gebraucht hat, das er dann aber gerne aufgenommen hat. Es gab auch andere Versionen von Existenzialismus in jener Zeit. Der gemeinsame Nenner war, die Angst ist die Grundbedingung des Menschen und wir sind total verantwortlich für unsere eigene Existenz. 1945 hat er zusammen mit Merleau-Ponty eine Zeitschrift gegründet, ich habe das in der ersten Vorlesung schon einmal erwähnt, die Temps Moderne, in der damals alles, was gut und wichtig war, in der linken europäischen oder der kritischen europäischen Intelligenz publizierte, auch viele Jahre hinaus. Wenden wir uns einer nächsten Schrift zu, die auf einen Vortrag zurückgeht, den er am 29. Oktober 1945 vor einem großen Publikum in Paris hielt. Titel des Vortrags, der Existenzialismus ist, oder Titel der Publikation war dann im Jahr darauf, 1946, der Existenzialismus ist ein Humanismus. Im Grunde handelt es sich um eine populäre Fassung dessen, was in das Sein und das Nichts ausgeführt worden war. Zugleich handelt es sich um eine Antwort auf Kritiken, die von rechter wie linker Seite vorgetragen worden waren, auch um eine Antwort in die allgemeine kulturelle Situation hinein, wo viele intellektuellen Kollegen beklagten, dass diese neue Mode des Existenzialismus, zu deren Patron Sartre avanciert war, dass diese neue Mode doch nichts anderes vertrete als eine Zuwendung, ein sich Berauschen am Augenblick. Sartre
geht in dieser Schrift, die für die Popularisierung seines Konzepts und seine breite Wirkung in der französischen und europäischen Kultur sehr wichtig war, zunächst auf marxistische und katholische Einwände ein, um dann eine wichtige Unterscheidung vorzunehmen, nämlich zwischen zwei Sorten von Existenzialismus. Es gibt einen christlichen und einen atheistischen. Für den christlichen stehen Namen wie Gabriel Marcel oder Karl Jaspers. Für den atheistischen steht Heidegger, die anderen französischen Kollegen, also etwa Camus, Merleau-Ponty und natürlich er selbst. Der Kernsatz dieses atheistischen Existenzialismus, den er vertritt, lautet nun: Die Existenz geht der Essenz voraus. Also das Dasein geht dem Wesen voraus. Nun, wir verstehen, wie er das meint. Wenn er gesagt hat, wir wählen uns selbst und schaffen uns dadurch, dann verlangt dies natürlich, dass unser Wesen nicht schon in einem vorherigen Programm festgelegt ist, sondern unsere Tat, unsere Kreation ist. Insofern geht unser Vorhandensein, unsere faktische Existenz dem voraus, was wir aufgrund dieser Existenz dann eines frühen oder späteren Tages als unser Wesen entwerfen. Folgenden Passus vorlesen, wo sein Konzept des Entwurfs auch ein bisschen deutlicher wird. Der Mensch ist zuerst ein Entwurf, der sich subjektiv lebt. Nichts existiert diesem Entwurf vorweg. Nichts ist im Himmel. Und der Mensch wird zuerst das sein, was er zu sein geplant hat, nicht was er sein wollen wird. Das ist eine Unterscheidung, die wir nicht von vornherein verstehen. Was er zu sein geplant hat, nicht was er sein wollen wird. Ist das nicht das Gleiche? Nein, sagt er, was wir gewöhnlich nämlich unter wollen verstehen, ist eine bewusste Entscheidung, die für die meisten unter uns dem nachfolgt, wozu jemand sich selbst gemacht hat. Ich kann mich einer Partei anschließen wollen, ein Buch schreiben, mich verheiraten, all das ist nur Kundmachung einer ursprünglicheren, spontaneren Wahl, als was man Willen nennt. Man wäre ein bisschen interessiert, mehr zu wissen über diese ursprünglichere Wahl, die offenbar gerade nicht so sein darf, nicht so sein soll, dass sie eine bewusste Wahl ist. Klingt ja fast nach einer Art unbewussten Wahl. Ja, verdammt nochmal, wie kann es dann eine freie Wahl sein? Da liegt zumindest ein Problem. Aber all das wird sich am Ende der Vorlesung, wenn ich sozusagen den Schlüssel für all das aufdecke, aufzudecken versuche, klären. Gehen wir über zu einem weiteren Punkt der These, dass es keine menschliche Natur gibt. Gibt sie plötzlich doch? Ich finde das hier nicht mehr. Kann nicht sein. Also, es gibt keine menschliche Natur, da es keinen Gott gibt, um sie zu entwerfen. Und während er sonst ja oft uns nahebringt, dass dies natürlich eine Situation des Verurteiltseins, Verdammtseins zur Freiheit, des Nicht-Anders-Könnens ist, ein bisschen schwierig, ist, dass wir frei sind, darin sind wir nicht frei. Während er sonst eher den negativen, den Druckcharakter dieser Freiheitlichkeit betont, sagt er jetzt, dies bedeutet, dass der Mensch eine größere Würde hat als der Stein oder der Tisch. Gut, die Schrift ist populär, man soll die einzelne Formulierung nicht zu sehr pressen, da darf auch Empfehlungsrhetorik darin sein. Aber als ich das las, fühlte ich mich plötzlich 500 Jahre zurückversetzt.
Im Jahre 1496 erschien von einem Renaissance-Philosophen, Pico della Mirandola, eine Schrift De Dignitate Hominis, über die Würde des Menschen. Und ich will Ihnen, um Sartres Konzeption zu erläutern, aus dieser Schrift vorlesen. Es ist die Rede von der Schaffung der Welt. Nachdem Gott alles Mögliche geschaffen hat, sehnte sich der Erbauer nach einem, der den Sinn dieses großen Werkes erwägen, seine Schönheit lieben und seine Größe bewundern könnte. Deshalb dachte er, als schon alles vollbracht war, zuletzt erst an die Erschaffung des Menschen. Übrigens ganz interessant, dieses Verständnis Gottes. Auch er hatte nicht alles in einem Vorprogramm, sondern auch ihm waren gewisse neue Ideen erlaubt, aus der Situation aufsteigend. Sehr interessant sind ja auch die beiden unterschiedlichen Berichte über den Versuch, eine dem Adam gemäße Gefährtin zu schaffen. Sehr spannend deswegen, das ist nur eine Nebenbemerkung, weil Gott scheitert im ersten Versuch. Adam sagt, nee, das Ding gefällt mir nicht. Das weist er zurück. Das ist nämlich was Tierisches. Und er stellt die Forderung, nein, wenn schon, dann muss es so sein wie ich. Und da hat Gott, dieser findige Geist, dann die Idee, na, dann schneiden wir es aus seiner Rippe. Das ist dann der zweite Versuch. Dann ist es sozusagen genetisch so wie er. Okay, also spannend, dass auch Gott da eine Entwicklung hat und eben auf den Gedanken kommt, spät, aber doch noch, den Menschen zu schaffen. Aber jetzt hat er ein Problem. Denn es war unter den Archetypen keiner mehr, woraus er ein neues Geschöpf hätte bilden können. Er hatte alle Wesensformen, die er sozusagen im Schöpfungssack mit sich trug, schon verausgabt. Zweites Problem, es war in aller Welt kein Ort mehr, den jener Betrachter des Universums hätte einnehmen können. Alles war schon besetzt auf der Erde, war schon verteilt. Es war schon alles gefüllt, alles unter die oberen, mittleren und unteren Ordnungen verteilt. Also Sie dürfen nicht nur an die Tiere denken, sondern da sind auch verschiedene Engelshierarchien, welche eben die himmlischen Regionen besetzt haben. Jedenfalls, er kommt auf die Idee, schaffen wir doch noch den Menschen, aber er hat keine Wesensform mehr und auch keinen Platz mehr für ihn. Aber natürlich, Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht auf eine großartige Idee käme, wie er dieser Misere entgehen kann. Die folgende ist diese Idee. Der Werkmeister beschloss, dass der, dem er nichts Eigenes mehr geben konnte, an allem zugleich teil hätte, was den Einzelnen sonst je für sich zugeteilt war. Also ließ er sich auf den Entwurf vom Menschen als einem Gebilde ohne unterscheidende Züge an. Er stellte ihn in den Mittelpunkt der Welt und sprach zu ihm: Keinen festen Ort habe ich dir zugewiesen und kein eigenes Aussehen, sozusagen kein Wesen. Ich habe dir keine dich allein auszeichnende Gabe verliehen, da du, Adam, den Ort, das Aussehen, die Gaben, die du dir wünschst, nach eigenem Willen und Ermessen erhalten und besitzen sollst. Die beschränkte Natur der übrigen Wesen, und bedenken Sie, dazu gehören auch die Engel, die beschränkte Natur der übrigen Wesen wird von Gesetzen eingegrenzt, die ich gegeben habe. Du sollst deine Natur ohne Beschränkung nach deinem freien Ermessen, dem ich dich überlassen habe, selbst bestimmen. Ich habe dich in die Weltmitte gestellt, damit du dich frei aus eigener Macht selbst modellierend und bearbeitend zu der von dir gewollten Form ausbilden kannst. Du kannst ins Untere, zum Tierischen entarten. Du kannst, wenn du es willst, in die Höhe, ins Göttliche wiedergeboren werden. Das ist Existenzialismus 1496 oder nein, natürlich 1496 gedacht, als dieser Welt und uns Menschen aufgegeben im Anfang. Also innerhalb der Geschichte des Denkens eine ganz erstaunliche Konzeption des Menschen
sozusagen wesenlos, chamäleonartig, wie es später heißt in der Schrift, damit der Mensch überall hingehen, sich entwickeln könne. Das Ganze ist sein Revier, in dem er grasen kann und wo er sich seine Möglichkeiten wählen und damit sich selber schaffen kann in diese oder in jene Richtung. Wahl, Entwurf, all das, Freiheit, was bei Sartre eine so wichtige Rolle spielt, also bei diesem Renaissance-Philosophen, bei diesem Humanisten Pico della Mirandola, schon dem Menschen zugedacht. Mit einer Grenze, mit einer Ausnahme, muss man sagen. Pico denkt noch nicht, dass es möglich wäre, dass der Mensch irgendetwas wählt, indem er es wirklich schafft, neu schafft. Wenn Sartre von Wählen spricht, meint er ja mehr als Wählen. Natürlich kann man wählen, so zu sein wie eines der Vorbilder der Geschichte. Aber wählen könnte auch den Sinn haben, von schlechthin etwas erfinden. Eine Menschenart zu werden, einer zu werden, wie noch keiner war. An so etwas denkt Pico nicht, sondern er denkt an eine Wahl innerhalb der Fülle der Archetypen der vorgegebenen Möglichkeiten und beschreibt dann wunderbar, wie etwa Menschen, die dickleibig, richtig fett und plump und träge und so weiter sind, offenbar die Wahl getroffen haben, ein Strauch zu sein. Ein Strauch hat die innerlich fasziniert und so breiten sie sich aus und fließen dahin. Mehr verrate ich nicht. Lesen Sie diese kurze, intensive, kulturgeschichtlich ganz herausragende Schrift.